Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule und wir sind in der Kalenderwoche 3 unserer Replay Challenge unterwegs mit Polakosaurus PL vom Clan DEL im WC111 GFT. Wir haben, oh, ein Schreckgespenst da vorne drauf, man sieht es schon. 750 Alpha bei 290 Durchschlag auf 152 mm. Autsch, 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 autsch. 395 Durchschlag bei 750 Schaden. Auf Premium-Munition. Und mit HE gibt es 1100er Küsschen mit 90 Durchschlag. Was für eine böse Kanone. Ansonsten haben wir frontal ein recht fein gepanzertes kleines Objekt. Mit ganz wenig Weakspots nur. Untere Wanne, schwer zum Sehen. Obere Wanne, okay. Das Ding hat keinen Turm. Hier oben ist die Kommandantenluke. Wenn man da reinschießt, bekommt man ein bisschen was von Strukturpunkten abgezogen. Allerdings ganz schwer zu treffen. Und im Grunde ist das eine Kiste, vor der sich jeder fürchten sollte. Seitlich gepanzert, ja, eher minimal. Und bin gespannt, wie sich der liebe Polakosaurus hier anstellen wird. Ist nicht das erste Video, was mir einschickt. Hat schon das ein oder andere Mal mit ein paar netten Sachen aufwarten können. Guck, guck. Holla, die Waldfee. Das ist ja hinterhältig. Objekt 430U. Also, alle, die sagen, Objekt 430U ist wenig OP, die haben sicherlich recht. Aber die Dinger explodieren eben auch. Genau ins Munitionslager. 2000 Schaden mit einem Schuss. Ist das eine böse Wumme. So, wer möchte als nächstes? Hat jemand Lust zu sterben? Oder zumindest einmal an der Kanone riechen? Hm? Na? Keiner? Fängt schon richtig geil an. Fängt richtig, richtig gut an. So, wo sind wir überhaupt unterwegs? Ach ja, Fischerbucht. Wunderbar. In einem neuen Gefecht mit 8 Unterstützung. Und dass wir Top-Tier sind, haben wir, glaube ich, gerade eben einmal ganz kurz bewiesen. Na, wer will als nächstes? Nächste 784 Schaden am T10. TD ist ohne Turm, muss man fahren können. Das liegt längst nicht jedem. Ich mag die Streckenweise sehr gern, wenn sie gut sind. Die nächste Schelle ist 798 am T10. Ich glaube, der fährt nicht so gern da hoch. Normalerweise hier oben ist er recht gut aufgehoben. Der russische Stufe 9. Aber in dem Fall, ja, hat er bisher nur einstecken müssen. Wir sind bei 3582 Schaden mit 3 Schuss. Sehr geil. Ah, herrlich. Sicher wahnsinnig. Jo, wir sind im 10er Gefecht übrigens mit 9,8 Unterstützung, falls ich das nicht gesagt habe oder falsch gesagt habe. So sieht's aus. Ja, chinesische TD-Serie wird relativ selten gefahren. Liegt in erster Linie daran, dass andere Serien oder Reihen einfach mal attraktiver sind. Die britische aktuell mit den 1850 Alpha-Schaden oder was er hat, oder 1750 Alpha-Schaden, das ist schon ein massiver Unterschied zu der Kanone hier. Nämlich nochmal 1000 drauf. Ja, ansonsten die Deutschen relativ beliebt. Mit der Grille 15 als eine der präzisesten Kanonen, die man fahren kann. Ah, die Panzer nerven, ne? Erst zu Schrott schießen und dann drüber aufregen. Das haben wir gern. Einen lustigen Turm, der liegt da auf der Seite. Jetzt gibt es vom Type 4 schwer eine AP. Wieso AP? Type 4 schwer mit AP. Spar zusammen und kauf dir die HE-Kanone. Meine Güte, hey. Ja, du hast Schaden gemacht. Aber mit HE hättest du mit Sicherheit noch das ein oder andere Crewmitglied in den Tod gerissen. Egal. 6 zu 4 steht's. Wir haben in der Stadt auf der rechten Seite schon recht fein die Oberhand. Sind noch nicht alle ausgelöscht.
Nee. Ja, Vorsicht. Der wendet extrem langsam. Kriegt jetzt allerdings Beschuss von unten. Und jetzt ist er fällig. Gib ihm. Tschüssikowski. 654 mit einem Schuss. Kill Nummer 2. 4252 Schaden. Da ist irgendwas schwer. Nee, ein Panther. Panther 2, um genau zu sein. 755 Schaden. Okay, in puncto Panzerung hätte ich eigentlich gedacht, dass das ein bisschen besser ist. Aber da scheinen einige Feinde durchzukommen. Okay, das ist von der Seite durch. Hinten am Turm, war eh klar. Also von der Panzerung haben wir aktuell noch nicht viel gesehen. 5007 Schaden haben wir ausgeteilt und 2 Kills gemacht. Bologetto entfernt sich. Fehlt noch der Panther 2, den wir dann ein bisschen vertreiben müssen. Von der Artillerie aktuell noch nicht zu sehen. Guck mal. Ach, schade. Bleibt da stehen, bleibt da stehen. Gib ihm. Keine Ahnung, ob der getroffen hat. Chinesische Kanonen sind ähnlich wie die russischen. Ein wenig launisch. Also hier und da passt es mal ganz gut. Aber wenn die einfach nicht treffen wollen, dann hast du das Problem. Abgeprallt. Ja. Panzerkampfwagen 7 ist ein bisschen speziell. Am Turm ist er nicht gar nicht mal so gut gepanzert. Aber halt, wie gesagt, wenn er anwinkelt ist. So. Die 1er-2er-3er-Linie ist gefallen. Der Gegner hat sie hergegeben, mehr oder weniger. Komm noch mal raus. Zeig uns deinen deutschen Arsch. Nein, mag's nicht. Ja. Da ist der nächste. Was haben wir da drüben? Eine Artillerie. Ein Schuss, ein Kill. Nein. Progetto auf der linken Seite. Tschüssikowski. Zurück aus dem Leben. So, Type 4 schwer. Hat voll mit AP geschossen. Dürfte ja frontal bei uns zumindest ein großes Problem haben. Aber mit HWE besteht die Möglichkeit. Nee. Kommt nicht mehr zum Schießen. 5919 Schaden gemacht. Kill Nummer 4. Echt übel. Und da drüben haben wir noch ein Oho. Er hat noch 703 HP. Ein bisschen Glück kriegen wir da noch einen Schuss drauf. Aber ich glaube eher, dass wir davon nichts abbekommen. Habe ich mir gedacht. Jo. Schnelle Runde. Das ging echt flott vorbei. Schauen wir uns mal an, was die Auswertung dazu sagt. Victory sagt es auf jeden Fall schon mal. Das war klar. Wir haben ein High Kaliber und eins von diesen hübschen Anleichen da. Ein bisschen Gedöns und hier ein M, so wie sich das gehört. Ich glaube, ich krieg sowas nur von dir. Happy New Year. Okay, hat er mir schon ein bisschen früher geschickt. 5.019 Schaden haben wir ausgeteilt. Das heißt, der Schuss vorhin auf den Panzerkampfwagen 7 hat nicht getroffen. Oder wenn, dann ist er abgeprallt. Wir haben 9 Schüsse abgefeuert, 9 haben getroffen, 7 haben geschlagen. Bei der Kanone ganz wichtig, wenn man so lange Reload hat, auf jeden Fall sollte der Schuss sitzen. Also keine unsicheren Schüsse nehmen. Ansonsten wäre die umrundet, haben wir vorhin gesehen. Und dann geht's schief. So, 87.989 nehmen wir insgesamt netto ein. Wir haben für Munition gar nicht so viel ausgegeben. Aber wir haben halt mit dem ersten Schuss schon 2000 Schaden gemacht. Das war einfach mal lustig. 1,75 Kilometer sind wir gefahren. Wir haben ein bisschen Schaden über 300 Meter gemacht, aber kaum der Rede wert. Im Großen und Ganzen. Jo, eine nette, nette Runde. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Ihr klickt fleißig drauf. Ihr lasst mir ein Like da. Ihr lasst mir ein Abo da für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.